Das sieht schon schlimm aus, dass ich Post einfach. Ab sofort zahlt die Schutzgeld. Hast schon jemand deinen Laden beschützt? Treppe aus dem Bendo, Young No Plug hat Extendo. Ich pull up in dem Lambo, die Lackfarbe ist Mango. Wir sind gerade wach geworden, Tag 2 von Gaming Room Vlog. Der liegt hier schon seit einer Stunde wach. Ich bin gerade erst aufgewacht. Er hört die ganze Zeit Geräusche. Und Raton und Mo sind schon seit über einer Stunde da und arbeiten im Zimmer, während ich hier schlafe. Und dieser Penner da vorne einfach schlafen bleibt und nicht mal denen hilft. Was ist dein Statement? Rudi, man muss erstmal genießen, weißt du? Digga, ich hoffe so heftig, wenn wir hingehen, dass sie fertig sind. Ich kann nicht mehr, Walla. Schauen wir uns das gleich mal an. Die Brings sind hier noch am Aufbauen. Das ist die Meier, Digga. Er sagt, diese Funktion ist useless. Das ist das Kackloch, Bruder, im schlimmsten Fall. Nein! Wenn es mal ganz dringend geht, nimmst du das Ding runter. Da kommt ein Controller rein, Bruder, ich feier das voll. Wir sind auf jeden Fall jetzt ein bisschen alles schon mal hier hingelegt. Alles vorbereitet und das Zimmer sieht immer noch so aus. Wir haben jetzt 2 von diesen Dingen aufgebaut, die haben uns fertig gemacht hier komplett. Diese hier, da ist die Minibar und ja. So, wir sind jetzt erstmal weg von dem Ort des Geschehens. Die Jungs werden da weitermachen. Die wollten, dass ich ein bisschen außerhalb gehe, damit sie ein bisschen Überraschung bleibt. Wir werden jetzt erstmal fett frühstücken, weil wir noch nichts gegessen haben. Hier bei dem Bre in Buxtehude natürlich. Und ja, mal schauen, wie es später aussehen wird. Ich bin gespannt. Einmal von hier genommen, hier runter, guck mal, wo wir sind. Halbiert. Und dann kommen die hier unten rein. Was machen wir? Eier mit Käse und Lauchzwiebeln. Ja, ja, ja. Bruder, wer hat das jetzt hier hingestellt gerade? Ja, ja, ja. So, wir sind ja jetzt hier rübergegangen von Frühstück und werden jetzt hier Haare schneiden. Monte sagt, er ist der beste Friseur, der jemals existiert hat, und jetzt werden wir den Friseur auch mal probieren. Ist er hier in Buxte. Hier sind die schon. Keine Ahnung, was sie da machen. Und 10 von 10 Friseur? Bitte? 10 von 10 der Friseur? Ich verstehe dich gar nicht, oder? Warum? Wir sind ja beim legendären Mohammed. Beim legendären Mohammed, ihr habt es gehört, also mehr als 10 von 10. Wir werden gleich sehen, wie ich aussehe. Aber viel schöner kann man das nicht machen, glaube ich. Ja, doch schon, Bruder. Ein bisschen, aber. Typveränderung. Eine Typveränderung. Boah, das ist dünne Haut. Boah. Wie sieht aus? Also die Haare sehen gut aus. Und Bart? Oh, Bart sorry. Auch. Gesicht aber nicht so. Das ist aber echt gut geworden. Ja, Mohammed macht die besten Übergänge. Wie ist dein Haarschnitt geworden? Also ich bin echt positiv überrascht. Echt gut geworden. Dreh ich mal. Ja, das Einzige, was halt... wo nicht zu retten ist, ist dein Gesicht. Wir sind ja gerade beim Optiker und wir machen jetzt auch spontan mal einen Test bei mir. Ich sage euch mal gleich, ja, wie das aussah. Würden wir da stehen, Heide? Wieso? Kann ich gar nicht ernst nehmen. Nee, 4 mal im Monat. Sei ehrlich. Das ist auch wie so ein schmieriger Verkäufer. Guten Tag, ich habe gehört, Sie haben einen Vertrag. Natürlich nehmen Sie 2. Miss Finster, Miss Finster. Das ist die Brille von Miss Finster. Kennst du sie noch? Da, wo du mir gepetzt hast. Okay, Kopf kann wieder raus. Aber wieso muss ich keine Buchstaben lesen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Was misst ihr denn da, oder was? Ich zeig euch das. Weißt du jetzt auch, wie viel ich wiege? Schuhgröße 43. Ey, das stimmt nicht. Wenn du einen Punkt anguckst, ja, dann kommt der Punkt bei dir so hinten an. Ja. Und das sieht eher aus wie ein Fisch, ne? Ja, wie irgendwas. Das sieht wirklich aus wie ein Fisch. Wenn du jetzt eine Brille tragen würdest, ja, dann hättest du wieder einen richtig sauberen Punkt. Das ist jetzt das rechte Auge oder was? Nein, das ist das, wie es sein soll. Okay. Und das ist, wie es jetzt ist. Und deswegen hast du ein bisschen Schwierigkeiten, auch von dort hinten. Warte. Stimmt, jetzt besser. Quatsch, da ist noch nichts drin. Ach so. Nee, warte mal, das heißt, ja, okay, das heißt... Aber da kommst du nur in einigen Clubs in Hamburg rein mit dem Design. Ich gehe hier nicht in den Club. Oh, warte mal, du hast dasselbe Design sogar. Oh. Ja. Nee.
Das sieht schon schlimm aus, dass es passt einfach. Oder? Das Ding ist dazu noch die Härtchen unter eure Hose, die wir letztes Mal. Was? Welche meinst du? Ja, ja. Die du anhattest, ja. Ab sofort zahlt die Schutzgeld. Hast schon jemand deinen Laden beschützt? Die ist Koral, die Brille. Okay. Okay, das ist heftig. Na, also jetzt von Omas alten Fernseher jetzt zu HD. Das ist die finale Brille für ihn, ne? Bruder. Ja. Aber kann man die auch gleich so direkt mitnehmen? Nein, nein. Das sind 3 Tage, das muss ja angefertigt werden. Und dann kriege ich genau die gleiche. Du willst ja so, jetzt guckst du, da kannst du ja auch hier abholen. Bruder, also aber ich sag ja, die Kontaktlinsen ist ja weg. Ist klar gesehen, ne? Wichtig das und richtig. Sehr, sehr krass. Ich kann das lesen. Oh, was ist da drin? Ganz ruhig bleiben, mein Bruder. Ja, das Rechte ist ein bisschen anders jetzt. Ja, da fehlt ja auch die Hälfte. So, der nächste Test. Also, ich erkenne Gold. Ich habe das ja vorhin schon gelesen, aber wenn ich jetzt das erste Mal darauf gucken würde, das Einzige, was ich glaube, ich erkenne, ist ganz oben die Schrift. Siehst du den Dildo ganz oben rechts? Nee, den sehe ich nicht. Ganz oben die Schrift, die schwarze, dicke Schrift. Ich könnte nicht mal die letzten 3 Buchstaben PSF. Die ganz oben rechts? Ja, die dicken schwarzen. PSP oder PSF? Dicken Warum? Schwarzen, welche meinst du? PSF. Oben. Ach so, in der Mitte oben oder was? Ja. Nee. Nein, ganz oben. Ganz oben in der Mitte. Hier. Ja, PSF. PSF, das sind die einzigen 3 Buchstaben, die ich entziffern kann. Würdest du das hier lesen können? Nein, Bruder. Ich sag doch, ich kann ansonsten gar nichts entziffern. Null. Wir sind hier gerade im Möbelhaus. Wir haben ja einen Tisch gestern nicht gefunden und Amazon hat auch nicht geklappt bestellen. Jetzt sind wir, ich habe jetzt den Tisch hier gefunden, der sieht schick aus. Der kostet nur 30 Euro. Ja, und jetzt wollte ich euch mal gerne fragen, macht mal in die Kommentare bitte, was ihr denkt, was der Tisch hier kostet. So, der Tisch hier. Ja, habt ihr? Gut. Alle haben falsch gelegen. 396 Euro. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung wieso. Ich weiß es nicht. Warte doch. Moment. Oh, hier ist kein Gold drunter. Okay. So, der Tag ist auch schon wieder rum. Wir sitzen noch ein bisschen hier mit den Jungs. Es ist jetzt schon 1 Uhr. Wir waren vorhin Bullen. Die letzten 1-2 Stunden. Weil die Luft einfach raus war vom Arbeiten. Es ist so anstrengend. Die Jungs geben sich alle so Mühe. Es ist sehr, sehr heftig. Aber wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend ist. Wirklich, wir sind nur bei einem Raum beschäftigt mit 5 Personen. Und trotzdem kommen wir nicht richtig hinterher. Eine Sache fehlt hier, das andere ist kaputt da. Es ist sehr, sehr stressig. Ich freue mich, wenn ich durch damit bin. Aber ich danke euch auf jeden Fall für eure krassen Kommentare unter den Vlogs. Mich freut auf jeden Fall, dass sich so viele dafür interessieren und dass ihr das auch feiert, dass einige sagen, so wieder Feeling wie früher. Ich weiß nicht, wie es früher auf YouTube war, da war ich noch nicht so in dieser Szene, war auch nicht so viel auf YouTube unterwegs, aber ich danke auf jeden Fall euch sehr dafür. Und ja, mal gucken, ich wurde bis jetzt sehr gut in Buxtehude aufgenommen, überraschend gut, wirklich sehr korrekte Leute bis jetzt hier getroffen. Und ich danke euch vom Herzen, ja, mal gucken, was die Tage so passiert. Bis dann. Du sagst, es geht schon, aber Baby, tu mir leid, wollt dir nicht wehtun. Mach kein Wasser zu Wein, ich bin nicht Jesus.